Und damit begrüße ich euch zurück zum Pro Leader Modus bei der Tour de France 2020. Wir sind jetzt beim Breath Cup angekommen. Wir sehen schon, Galopin und Vent-Turini sind richtig gut in Form. Meine Stimme verlässt mich gleich mal wieder am frühen Morgen. Muss auf jeden Fall mehr Kippen rauchen, obwohl ich nicht Raucher bin. Vielleicht würde das die Stimme verbessern. So, also wir haben natürlich einige Rennen zwischendurch gehabt. Wir sind in der Gesamtwertung jetzt schon wieder weit zurückgefallen. Das funktioniert nicht so wirklich gut. Aber wir haben natürlich auch nur wenige Rennen zur Verfügung. Deswegen ist das schwierig hier gegen die anderen Teams dort auch anzustinken. Also, das Profil können wir uns mal kurz anschauen. Es gibt erstmal ein 8 Kilometer langes Zeitfahren, wo ich mal gespannt bin, ob ich Zeitfahren inzwischen etwas besser hinkriege. Hab bislang, glaube ich, erst ein einziges Zeitfahren gemacht. Bei der Tour de France kommt jetzt auch noch ein Zeitfahren auf mich zu. Da bin ich auch mal gespannt, wie ich das hinbekomme. Also von Blodrin nach Blümelec, dann geht's auf eine Sprintetappe von Le Bourg-Saint-Léonard nach Fougères. Und dann gibt es noch was für unseren Puncheur Tony Galopin, unseren alten Haudegen, Berg der vierten Kategorie ins Ziel. Da versuchen wir wirklich zu gewinnen. Nicht, dass ich es nicht sonst auch versuche, aber da werde ich es auf jeden Fall mal richtig versuchen. Also wird ganz interessant werden. Wir gehen mal rein ins Rennen. Wir spielen das. Und dann sehen wir uns gleich im Zeitfahren wieder auf der ersten Etappe. So, Lennart Kemner steht oben auf der Rampe. Momentan Jascha Sütterlin im Ziel vorne. Wie gesagt, ich bin ein bisschen nervös, weil ich glaube, ich Zeitfahren nicht wirklich kann. So, jetzt gehen wir mal in die Zeitverhaltung. Schauen wir mal. Spielziel 10:22. Sind noch 7,3 Kilometer. Jetzt bin ich mal über die empfohlene Nummer drüber gegangen. Ich bin da zu nervös, glaube ich, einfach. Geh mal ein bisschen runter. Das ist, wie gesagt, das Empfohlene, was unten steht. Vielleicht sollte ich mich daran einfach mal halten. 6 Kilometer sind es noch. Können wir hier nicht auch mal in die Aerodynamikhaltung dann gleich gehen? Erstmal wohl noch nicht. So, 4:22. 10:22 ist die Zielzeit. Zum Glück, wie gesagt, nicht besonders kurvig das Ding. So, vorne wird es nochmal kurvig. Mal wieder in die Zeitverhaltung gehen. 7:35, noch 1,4 Kilometer. Können eigentlich jetzt doch schon mal aus dem Sattel gehen. Den Rest auch ins Ziel sprinten. Aus dem Weg. Oh, jetzt haben wir den roten Balken leider relativ früh. Nein. Oh Gott. Scheiße. Zeitverhaltung geht nicht mehr. Jetzt schauen wir nochmal. 10:22 das Spielziel. Schaffen wir das noch? Müsste eigentlich passen. Und dann sind wir mit 10:16 drin. Da habe ich es hinten raus ein bisschen vermasselt, weil ich da einmal dann noch in die Zeitverhaltung gehen wollte. Aber das ging nicht mehr mit dem roten Balken. Aber immerhin, wir haben die Spielzeit unterstanden. Und mal schauen, wo wir jetzt insgesamt reingekommen sind. Ich habe jetzt gar nicht die Zwischenzeiten mehr angeschaut. Aber Zeitfahren ist, muss ich wirklich noch üben. Das war jetzt erst das zweite Mal, wie gesagt, dass ich das gemacht habe. Da ist noch viel Luft nach oben für mich. Richie Porte hat da auf jeden Fall mal das Führungstrikot. Und wir haben das Trikot des besten Nachwuchsfahrers. Ach krass, Kemner mit Platz 2 im Zeitfahren. Tatsache. Ja, geil. Okay, er hatte auch eine gute Tagesform. Galopin, 18. Das ist wichtig. Mit 14 Sekunden Rückstand, ja stark. Kein Problem, Zeitfahren ist genau mein Ding. Aber das hätten wir gewinnen können, wenn ich es ein bisschen besser noch getimed hätte. Ich habe es ja ein bisschen verkackt am Ende. Deswegen war ich jetzt wieder kurz ein wenig nervös. Aber sehr gut. Also, Lennart Kemner, 2. Platz, holt sich erstmal das weiße Trikot hier bei der Rundfahrt. Mal schauen. Tagesform war natürlich richtig gut. Gesamtwertung sieht auch gleich aus. Schauen wir mal, ob wir ein paar Punkte bekommen haben für diese tolle Wertung, wo wir eigentlich immer Vorletzter waren die ganze Zeit. Jetzt sind wir an Nippo Delco vorbeigezogen. Also beim Breath Cup müssen wir wieder richtig reinknödeln. H2
Hasi haben wir jetzt mal ein bisschen ignoriert. Da sehen wir, hat ein Einzelzeitfahren beendet, was er alles beendet. Das ist schon der absolute Hammer. Der Mann hat es einfach drauf, der kann Radl fahren, wie gesagt, in die richtige Richtung. Er biegt auch rechts ab, wenn er rechts abbiegen soll, fährt nicht durch die Balustrade durch. Hochtalentiert, also wirklich tiefbegabt ohne Ende. So, jetzt haben wir genug über mich selbst hergezogen. Der kleine Hasi, der kann nichts dafür. Er hatte einfach eine sehr schwere Kindheit. So, zweite Etappe steht an. Das ist natürlich was für Vaughan-Tirini. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn es spannend wird. Berg der vierten Kategorie, da geht es ums Bergtrikot natürlich, logischerweise. Das können wir mal als Ziel ausgeben mit Hasi. Dritte Etappe gibt es dann natürlich noch einige Bergwertungen mehr, aber nochmal einen Tag das Bergtrikot zu tragen, das wäre doch eine ziemlich nice Ausgangssituation. Also, wir sehen uns gleich wieder auf der Etappe. So, erster Zwischensprint. Mal schauen, ob wir hier eine Möglichkeit haben. Jetzt würde ich mal rausgehen mit Vaughan-Tirini. Die anderen sind stärker. Die Tagesform ist schlecht bei Vaughan-Tirini. Vielleicht können wir da trotzdem noch irgendwas holen. Naja, da wären wir immerhin Sechster. Aber die Konkurrenz ist dann auch zu stark. Ich glaube auch heute mit Vaughan-Tirini, um den Sieg zu fahren, das wird eher nichts werden. Also wenn wir mal schauen, die Tagesform ist schlecht. Mit Hasi sind wir leider nicht in die Ausreißergruppe gekommen. Der hat richtig gelitten, trotz guter Tagesform. Kemner ist nach wie vor extrem gut drauf. Hasi ist da jetzt auch leider hinten rausgefallen. Auch nicht schlecht. Aber ist auch nicht so schlimm. Also wie gesagt, er ist noch nicht stark genug, um das dann irgendwie durchziehen zu können. Aber er ist als einziger hinten rausgefallen. Das sehe ich aber jetzt erst. Also Hasi wird heute viel Zeit verlieren. Mal schauen, jetzt holt er gerade richtig auf, weil hier vorne natürlich auch kein Tempo mehr gefahren wird. Wir bleiben jetzt mal drin. Schauen mal, dass wir mit Vaughan-Tirini dann gleich in den zweiten Zwischensprint ähnlich reinhauen. Vor allem, dass wir diesmal in einer etwas besseren Position auch vorne reingehen. Ich musste mir da echt schon einiges erkämpfen. Hasi verliert jetzt hinten viel Zeit, aber er wird auf jeden Fall wieder viel Erfahrung sammeln. So, jetzt kämpfe ich mich mit Vaughan-Tirini mal wieder ein bisschen nach vorne. Der zweite Sprint kommt bald und er fällt immer sehr, sehr weit zurück. Aber wie gesagt, Chancen heute auf den Sieg haben werden wir wahrscheinlich nicht. Eine ansteigende Zielgerade, vielleicht kann man vorher mit Kemner nochmal eine kleine Überraschungsattacke da reinfahren, aber ich glaube es fast nicht, weil die Sprinterteams mit Sicherheit das Tempo hochhalten werden. Vorne ist jetzt Jansen noch ausgerissen und Dillier, die sich jetzt beide so knapp eine Dreiviertelminute Vorsprung rausgefahren haben. Da sehen wir das gelbe Trikot, Richie Port, der den Prolog gewonnen hat. Kemner momentan in lauer Position auf Platz 2. So, Vaughan-Tirini kommt hier mal in Position. Wir wollen natürlich dann auch Punkte für die Etappe haben heute. Jetzt ist es noch ein kleines Stück bis zum nächsten Zwischensprint. Deswegen gehen wir mal ein bisschen schneller durch. Jetzt werden wir wieder durchgereicht. Da vorne ist die 5-Kilometer-Marke. Tempo wird natürlich jetzt wieder höher. Hasi ist schon weit und breit abgehängt. Gar nicht mitbekommen. Er hatte eigentlich noch Energie, also das wundert mich, warum er da jetzt ausgerechnet als einziger rausgefallen ist, aber ist auch nicht so schlimm. Lennart Kemner hier vorne im grünen Trikot unterwegs. 41 Sekunden sind es noch für die Ausreißer vorne. Jetzt wird der Vorsprung natürlich kleiner werden. 3 Kilometer noch bis zur Sprintwertung. Roter Balken ist voll. Mal schauen, wenn wir früher rausgehen. Vielleicht haben wir dann ja noch eine Chance. So, jetzt geht es hier auch nochmal bergab. Wir ziehen das hier voll durch. 1,9 Kilometer. Das war nicht so clever. Boah, das war zu früh, oder? Jetzt war ich zu früh draußen. Sonst hätte ich nicht so einen Vorsprung. Ja, da werden wir dann auch nur Sechster wieder. Haben zwar ein paar Sprinter geschlagen, gegen die wir eben keine Chance hatten. Aber immerhin. Also da waren wir aber zu früh draußen. Das hat man gemerkt, wenn man einen gewissen Vorsprung hat, dann wird das nichts werden. So, das war dann erstmal die beiden Zwischensprints. Ich wechsle mal rüber zu Lennart Kemner, mit dem wir heute ja vielleicht ein bisschen was Verrücktes machen können. Wenn wir uns das Profil mal rechts anschauen, es sind jetzt noch 31 Kilometer. Da gibt es schon die ein oder andere Erhebung, wo man vielleicht das Feld mal austricksen kann. Kemner fühlt sich heute auch gut, also er ist sehr, sehr fit. Warum sollen wir da nicht mal was ausprobieren? Geht beim anderen Radsportmanager ja auch immer mal wieder, dass man das Feld da leicht düpieren kann. Frage ist, ob wir dann natürlich 10 Kilometer gegen das komplette Feld fahren können alleine.
Geht dann nochmal in eine Abfahrt rein, eine kleine, so 20 Kilometer. Jetzt kommt da vorne auch dieser kleine Nippel. Beziehungsweise in dem sind wir jetzt gerade schon drin. Das ist natürlich nicht wirklich viel. Und das Tempo vorne ist natürlich hoch. Vielleicht, wenn es zum Zusammenschluss kommt, dass wir dann nochmal eine kleine Attacke reinsetzen. Serge Pauls heute auch gut mit dabei. Aber seine Fähigkeit wird wahrscheinlich nicht notwendig sein. Hier wäre die Möglichkeit gewesen, dann wären es aber immer noch 11 Kilometer. Wie gesagt, wir versuchen es mal. Wenn der Zusammenschluss zustande kommt, da versuchen wir einfach mal eine kleine Attacke reinzusetzen. Montirini. Können wir entweder den Sprint... Die anderen sollen mal den Sprint für ihn vorbereiten. Mit Kemmler will ich nur hier vorne schon mal gut in Position sein, falls da gleich nochmal Tempo rausgenommen werden sollte. Was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber so sind wir für das Überraschungsmoment bereit. Ich bin bereit, Beförderung. Und wir wissen ja auch, dass die Zielgerade durchaus ansteigend ist. Natürlich haben wir mit Kemmler nicht den besten Beschleunigungswert. So, noch 8 Kilometer. Vorne, Goujard hält das echt gut durch, muss man sagen. 9 Sekunden hat er noch, 7,5 Kilometer. Jetzt wird es allerdings gleich um ihn geschehen sein. So, wir nutzen mal diese kleine Kuppe und hauen hier in die Abfahrt mal rein, was wir können. So, mal schauen, was hier so geht. Vorsprung 5 Sekunden, nicht viel. Wahrscheinlich haut das Feld jetzt eh hinten schon wieder rein. Und sind jetzt auch schon wieder da. Da sind sie schon wieder. Also das war nicht sehr erfolgreich, die Attacke. Das war aber auch klar, dass das nicht funktionieren wird. Wir schauen mal, wo Montirini ist. Wahrscheinlich zu weit hinten. Na, da vorne Kemmler, so ein bisschen ausgerissen ist er sogar mehr oder weniger. So, mal schauen, was Montirini hier machen kann. 3,9 Kilometer sind es noch. Wir fahren mal an die Spitze. Wir nehmen mal das blaue Gel. Wie gesagt, es ist leicht ansteigend. Man muss ein bisschen später rausgehen. Da ist wieder Matteo Trentin, Maretschko, der das Ding hier anfährt. Jetzt dürfen wir nicht so weit zurückfallen nach dieser Kurve und alle rödeln hier wieder völlig sinnlos rein. Also wenn das kein Massensturz war, dann weiß ich es nicht. Und jetzt haben wir natürlich entscheidende Meter verloren. Nach vorne, da kommen wir auch nicht mehr hin. Da geht es hier vorne nochmal bergauf. Da kommt nochmal eine Bodenwelle. Jetzt sind alle ziemlich platt und das wird keine gute Platzierung. Diese Kurve hat uns einfach vernichtet. Da sind alle in uns reingerutscht. Schade, da hätten wir von vorne reinfahren müssen. Dann hätten wir vielleicht sogar eine Chance gehabt. So, mit Kemmler haben wir nochmal alles probiert. Das hat nicht so gut funktioniert, aber die Rundfahrt wird jetzt auch auf der dritten Etappe entschieden. Zeitbonifikationen gibt es natürlich auch nochmal. Kann sein, dass Kemmler jetzt den einen oder anderen Platz verloren hat. Aber auf der letzten Etappe, da wird es dann richtig zur Sache gehen. Da bin ich jetzt schon gespannt drauf. Also der Sprint war suboptimal, da waren wir auch hier schon platt. Aber da ging es einigen anderen auch so, wie man hier sieht. Da zappelt sich auch gerade der Ineos-Fahrer einen ab. Und dann schauen wir mal, was im Endeffekt jetzt in der Gesamtwertung die Ausgangssituation ist. Für das Sprintrikot haben wir unterwegs natürlich ein paar Punkte gesammelt. Das hat nicht gereicht. Lennart Kemmler ist in der Nachwuchsfahrerwertung auf jeden Fall noch vorne. Er jubelt auch schon, will gerade die Damen im Publikum grüßen, indem er sein Käppi abzieht. Also Trentin gewinnt mal wieder, der gewinnt irgendwie immer die Sprintankünfte, wenn ich hier spiele. Dann sind wir mit Montirini auf dem 15. Platz eingefahren.
Schauen mal, was das für die Gesamtwertung bedeutet. Kemna weiterhin in lauer Position hinter Richie Porte, der ein guter Bergfahrer ist, aber nicht der explosivste Hügelfahrer. Also vielleicht haben wir da tatsächlich Chancen, brauchen natürlich eine gute Tagesform. Wolle Rosenkaufen hat sich dann die Bergwertung geholt. In der Sprintwertung ist Wontorini auf der 9. Das ist doch auch schon mal ziemlich gut. 22 Punkte hat er dort geholt und Nachwuchsfahrerwertung liegt bei uns. Teamwertung sind wir sogar auf Platz 2. Wir sind doch ganz gut mit dabei und ich bin ganz optimistisch, dass wir jetzt auf der nächsten Etappe auch um den Sieg rumfahren können. Oh, Hasi ist ausgeschieden, ist nach überschreitender Zeit ins Ziel gefahren. Das ist nicht gut. Das gibt natürlich keine Punkte für die Entwicklung. Das, wie gesagt, er hatte Energie. Ich habe die anderen Fahrer gesteuert. Ich weiß nicht, warum er hinten rausgefallen ist. Vielleicht war es aber, also es war wahrscheinlich mein Fehler. Doof gelaufen. Jetzt hat er natürlich ein Rennen weniger als Entwicklung. Trotzdem gehen wir ganz optimistisch jetzt in das nächste Rennen rein. Also die dritte Etappe, die Entscheidung beim Breath Cup, bei der Breath Challenge. Mal schauen, was wir dort rausholen können. Unglaublich viele Berge, 154 Kilometer eher durchschnittlich lang. Also von daher müsste doch eigentlich was drin sein. So, wir steigen ein. Sprintwertung steht gleich an. 3,5 Kilometer sind es noch. Drei Ausreißer sind vorne weg. Das ist einmal Fendrame, Backert und Nils Politis ist vorne mit rausgegangen. Jetzt ist hier erstmal Tempo gar nicht so hoch für den Zwischensprint. Trotzdem würde ich mir die Punkte da natürlich gerne holen. Häng mich mal an Richese dran. Einer der wenigen, ich glaube, argentinischen Radfahrer. Mir würde jetzt spontan, fallen mir da nicht so viele ein. So, 1,8 Kilometer. Da vorne geht es dann auch schon hin. Wir hängen nach wie vor an ihm dran. Mal schauen, ob wir da in Position fahren können und vielleicht uns die Punkte holen. Es kommt hier allerdings die Konkurrenz. Ziehen wir jetzt einfach mal durch. Kukar ist da sehr, sehr früh rausgefahren. Der bricht da jetzt auch ein, aber wir werden Zweiter. 11 Punkte geholt. Ordentlich. Ein bisschen die Konkurrenz übertölpelt, die aber hier auch sehr defensiv an den Start gegangen ist. Allerdings, warum er so früh rausgegangen ist. Aber es hat ja funktioniert. Von daher muss er sich da nicht grämen. Also in der Sprintwertung werden wir damit auf jeden Fall nochmal einen kleinen Sprung nach vorne machen. Ich glaube, dass die Sprinter heute, zumindest die meisten, nicht allzu viel davon abbekommen werden vom Kuchen im Ziel. Da fahren wir dann natürlich wieder für Lennart Kemner. So, hier ist die Gruppe Wontorini. Da sind jetzt alle Sprinter ausgerissen, aus Versehen. Wir gehen wieder rüber zu Lennart Kemner, der wie gesagt heute eine Bombentagesform hat. Nach wie vor hier im weißen Trikot unterwegs. Auf der zweiten Etappe hat er ja das grüne Trikot so ein bisschen vertretungsweise getragen. So, dann würde ich sagen, machen wir hier ein kleines Päuschen. Die Bergwertungen können wir uns schenken. Die werden sich die Ausreißer holen. Da gibt es keine Punkte für uns und dann schauen wir, dass wir hier relativ verlustfrei durchkommen, auch wenn Hase hier nicht am Start ist, was echt doof ist, weil er ja dadurch Punkte verliert. Also, wir sehen uns dann gleich wieder in der entscheidenden Phase. So, wir sind auf den letzten 38 Kilometer. Vorne immer noch eine Ausreißergruppe weg. Ne, die ist schon eingeholt. Ist jetzt gerade eingeholt worden. Also, ne, 53 Fahrer sind es jetzt noch. Da ist dann jetzt eine Lücke nach hinten gerissen, allerdings nur 40 Sekunden. Aber das Tempo war jetzt schon auch recht hoch. Will mit Lennart Kemner gar nicht so schnell fahren. Um ehrlich zu sein. Ich rolle hier nur, ohne irgendwas zu machen. So, Tempo ist hier wieder ziemlich raus. 141 Fahrer sind jetzt wieder. Die zweite Gruppe wieder angeschlossen, angedockt. Jetzt sehen wir haben Ian Stannard immer noch an unserer Seite. Wir haben auch Wontorini noch. Und es geht jetzt nochmal zum Zwischensprint. Wontorini hat das Ganze bislang ganz ordentlich überstanden. Vielleicht können wir da jetzt nochmal die maximale Punktzahl abgreifen. Wäre natürlich super, dann in der Sprintwertung nochmal einen Sprung nach vorne zu machen. Und dann geht es natürlich in die entscheidende Phase mit Lennart Kemner, der heute sehr, sehr stark wirkt. Auch wenn man vorspult, fährt er immer vorne. Beim Reusbahn kam jetzt gerade die Kurve so wie der Schleichtiere. Aber ich glaube, bei der PlayStation-Version, da bewegen sich sogar fast alle Kühe. Auf dem Radsportmanager, auf dem PC, ein Radsportmanager, da bewegt sich immer nur eine. Eine, die es einfach nicht mitbekommen hat. So, Google macht ein bisschen Tempo. Sehr internationales Team, NTT. Natürlich stark auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs. Auch viele, sehr, sehr viele junge Talente da zum Beispiel mit dabei. So, wissen wir, weil wir Team Bike Aid natürlich immer einen ganz klaren Fokus auch auf den afrikanischen Kontinent haben. Da gibt es schon sehr, sehr viele coole Fahrer. Ich sag nur Salim Kipkemboi, unser großes Talent bei Bike Aid, das wir jetzt natürlich auch längerfristig halten möchten. So, jetzt
Gehen wir ganz kurz schon mal raus. Fahren hier mal in Position. So, und jetzt müssen wir dann auch schon. So, Nizzolo zieht durch. Wir ziehen mit durch, aber da wird uns die Energie vorher flöten gehen. Da waren wir zu früh draußen, kommen wenigstens Vierter, Fünfter. Ja, 11 Punkte holen wir uns dann nur. Konkurrenz hat natürlich auch wieder ordentlich gepunktet. Also mit Vontirini ist das Ganze ein bisschen schwierig. Mohoric versucht das Ganze irgendwie gleich durchzuziehen, habe ich das Gefühl. Wechseln wir wieder zu Lennart Kemner zurück. Wir fahren die Rundfahrt jetzt fertig. Wir machen da keine Schnitte mehr. Jetzt sind wir hier Lennart Kemner in der Verfolgergruppe. Ich denke mal, dass das hier vorne gleich wieder zusammengefahren wird. Aber Pogacar, nee, Mohoric hat das jetzt gleich mal genutzt für sich. So, müssen da gar nicht so schnell hinterherfahren. Jetzt ist das Tempo vorne auch schon wieder raus. Es sind noch 28 Kilometer. Jetzt geht es zum nächsten Berg der dritten Kategorie. Da könnte schon noch mal schneller gefahren werden. Vielleicht auch die ein oder andere Attacke kommen. Jetzt wird hier wieder gar nicht mehr gefahren. Wir können natürlich mal schauen, ob wir ein bisschen Tempo machen. Wir haben Kemner, aber wir haben nur noch Serge Pauls an unserer Seite. Den könnten wir natürlich da an einem Berg der vierten Kategorie vielleicht mal Tempo machen lassen. Wäre eine Möglichkeit. So, Vontirini lassen wir ein bisschen Platz innen, wie bei der Formel 1. Immer ein bisschen eine kleine Lebenslinie lassen. So, da kommen jetzt Attacken, Rulands und Gurgel. Da gehen jetzt einige auch hinterher, aber es sind noch 25,7 Kilometer. Lassen wir Pauls doch mal fahren. Jetzt am Berg der dritten Kategorie. Degenkolb möchte da nach vorne. Alter Schwede, die haben sich aber gleich mal einen großen Vorsprung rausgefahren. 35 Sekunden, jetzt kommt Degenkolb. Oh, jetzt geht's hier ins Kopfsteinpflaster rein. Habe ich nicht so richtig. Ah ja, stimmt. Da war so ein kleines Kopfsteinpflasterstück. Das kostet viel Energie. Deswegen ist Degenkolb nach vorne. Wir hängen uns mal an Dylan Teuns dran. Der kann uns da bestimmt ganz gut drüber ziehen. Hier ruckelt es immer noch, obwohl gar kein Kopfsteinpflaster mehr ist. Auch sehr schön. So, dann sind wir gut vorne mit drüber gekommen. Allerdings die Sorge, dass Serge Pauls da jetzt zu weit hinten ist. Jetzt ist er nur noch ein Kilometer. Serge Pauls, ja. Der ist da hinten in der Gruppe. Das ist ganz, ganz schlecht. Nur Vontirini ist jetzt noch hier vorne bei uns. So, Vontirini beschützt uns jetzt nochmal. 23 Kilometer sind es noch. Dann attackieren wir jetzt schon mal. Vielleicht kommen wir vor nochmal zur Gruppe. Hinten sind sie sich gerade eben ein bisschen uneinig. Obwohl, da ist das Hauptfeld auch schon wieder relativ zusammen. Die Attacke wird zu früh gewesen sein, die wir hier gesetzt haben. Was machen die zwei hier? So, vielleicht können wir mit denen ja ein bisschen kooperieren oder auch ein paar Kräfte sparen am Hinterrad. Hängen wir mal an Gogel dran. Dann wird er unser Helfer sein. Burkhardt ist hier noch mit dabei. Die sind eher unfreiwillig mehr oder weniger hier ausgerissen. Dann fahre ich halt selber, wenn ich ihn da in der Kurve abhänge. Gehen wir mal in die Aerodynamik. Sparen da viel, viel Energie natürlich. So, die letzten 20 Kilometer sind angebrochen. Mal schauen, macht Burkhardt hier was? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, die Attacke verpufft jetzt hier gerade. Mal schauen. Drei Fahrer, aber es ist eine halbe Minute. Also das wäre super, wenn man hier sich irgendwie einigen würde. Aber ich glaube nicht, dass Burkhardt fährt, weil er halt nur wirklich Teamhelfer ist. Und hinten im Feld wird jetzt auch sehr schnell gefahren. Ich glaube, ich gebe diesen Versuch mal auf und regeneriere Kemner jetzt nochmal. Das Hauptfeld kommt mit großen Schritten ran. Wir haben hinten auch nochmal Helfer mit in der Gruppe. Dann sind jetzt hier wieder alle dabei. Die haben natürlich ein bisschen Energie verballert. So, wir geben mal die blauen Gele natürlich. Standard kriegt das mal. Vontirini kriegt es. Galopin ist eigentlich noch gut drauf. Den holen wir uns mal an die Seite.
Serge Pauls. Vielleicht kann er jetzt mal Tempo machen. Obwohl der Rennverlauf jetzt wahrscheinlich eh so schnell und so chaotisch sein wird, dass da nicht viel möglich sein wird an Tempo machen. Da kommt jetzt Galopin an unsere Seite, der uns da nochmal ein bisschen Windschatten gibt. So, 5 Kilometer bis zum Berg der vierten Kategorie. Das ist aber noch nicht das Finale dann der Etappe. Serge Pauls ist wieder nicht zu sehen. Da ist er. Aber wie gesagt, Tempo machen ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Dann beschützen doch beide mal. Geht das überhaupt in dem Spiel, dass man das zwei Fahrer einbeschützen? Ich glaube nicht. Wir lassen Serge Pauls jetzt mal außen vor. Das ist mir zu anstrengend. Ich gehe mal in die Perspektive, da habe ich immer den besseren Überblick, falls auch Attacken kommen sollten. Tempo ist nicht enorm gerade. Alter, Cort Nielsen. Kommt jetzt hier die nächste Tempoverschärfung. Der blaue Balken wird nicht das Problem sein. Es wird die Frage sein, wann macht man die, setzt man die richtige Attacke im richtigen Moment. Alter Schwede. Boah, jetzt drückt er mich hier rüber. Boah. So, 11,7 Kilometer. Kemner probiert es nochmal am Berg der vierten Kategorie. So, mal schauen. Hat das was gebracht? Wir haben 24 Sekunden, eine halbe Minute aufs Hauptfeld. Ziehen das jetzt knallhart durch. So, hier geht es wieder steil bergauf. Aber dann können wir gleich nochmal eine kleine Abfahrt reinheizen. So, 31 Sekunden sind es nach hinten. Ich lasse das rote Gel gerade nochmal. Das werden wir bestimmt gleich nochmal ein bisschen regenerieren. Beziehungsweise doch, ich nehme es jetzt schon mal. Es geht noch richtig bergauf, bergrunter. So, 22 Sekunden sind es. Mal in die Aerodynamik. Sparen wir ein paar Körner. Gehen direkt wieder raus. Mal schauen, 17, 16 Sekunden. Noch 6,7 Kilometer. Jetzt geht es hier nochmal steil bergauf. Blauer Balken, wie gesagt, müsste eigentlich passen. Jetzt kommt da gleich nochmal eine Gruppe mit Richie Porte anscheinend zu uns vor. Müssten gleich da sein, dann warte ich mal auf die. Vielleicht können wir uns da nochmal dranhängen. Noch sind wir vorne. Vorsprung wird wieder größer nach hinten. Auf jeden Fall ist da einiges gesprengt worden. Jetzt haben die ihren roten Balken hinten wohl auch platt gefahren. Jetzt geht es da vorne gleich nochmal in der Abfahrt. Ups. Kurve zu eng genommen. So, nochmal ein bisschen Energie sparen. Geht hier geradeaus runter. So, wir ziehen das jetzt knallhart durch. 2,3 Kilometer. Jetzt nochmal leicht bergab. 19 Sekunden sind es nach hinten. Jetzt geht es hier nochmal berghoch. Mal schauen, schaffen wir das? Kommt hinten jetzt nochmal was? Ach herrje, Matteo Trentin kommt da. Wir sind platt, wir können keinen roten Balken mehr fahren. Aber das müsste für den Sieg reichen für Kemner und müsste eigentlich auch der Rundfahrtsieg sein. Yes! Kemner gewinnt das Ding. Da kommt die Konkurrenz. Das war ein großer Rückstand.
schenken wir uns jetzt gerade mal. Huh, sehr schön. Also, Kemna gewinnt die Etappe und glaube ich auch die Rundfahrt müsste er gewonnen haben. Er war Zweiter in der Gesamtwertung mit 3 Sekunden, 10 Sekunden Zeitbonifikation. Da kann man, glaube ich, den Glauben rausnehmen. Das wird auf jeden Fall Pflicht sein, dass er das Ding gewinnt. Boah, da ist mir jetzt ordentlich die Pumpe gegangen. Die Attacke mehr oder weniger so ein bisschen unfreiwillig da aus der Kurve rausgesetzt. Aber das ist häufig in dem Spiel, dass man das mehr oder weniger aus dem Zufall raus entscheidet. Da sehen wir nochmal die Zielankunft. Können ja nochmal zurückgehen, wer da genau dann Zweiter wurde. Also Matteo Trentin hier da nochmal rausgenommen, sinnloserweise. Aber dann der Sprintstärkste. Nee, er war zu früh draußen. Super, also Sieg für unser schönes Team CSC. Der Rundfahrtsieg müsste das sein. Der Etappensieg war es auf jeden Fall. Super Ding. Das gibt ordentlich Punkte für uns. Trophäe erhalten. Endlich haben wir mal einen Sieg geholt. Wir haben ja auch schon den Etappensieg, glaube ich, im letzten Jahr auf der Etappe geholt. Da noch mit Serge Pauls das Ganze gewonnen. Also das liegt uns einfach. So, da sehen wir die Etappenwertung. 23 Sekunden Vorsprung. In der Gesamtwertung waren es dann 31 Sekunden. Da ist dann auch, wenn man mal schaut, Richie Port, da haben wir es, 35 Sekunden. Also der war heute dann, der ist zwar früh hinterhergegangen und ist ja bisher auf 2-3 Sekunden an uns rangekommen, wo ich ja erst dachte, okay, wir müssen warten und uns dann vielleicht ein bisschen hinten dranhängen, um wieder Energie zu sparen. In der Bergwertung, na, immerhin Dritter, da haben wir uns unfreiwillig noch ein paar Punkte geholt. In der Sprintwertung Wanturini auf der 7, finde ich auch eine ordentliche Leistung. Nachwuchsfahrerwertung geht an uns, Teamwertung geht auch an uns. Der kämpferischste Fahrer ist Backert mit Vendrame zusammen. Nils Polit da einen einzigen Kilometer nur hinten. So, dann schauen wir mal auf die Wertung. Lennart Kemner wird hier bestimmt trotzdem nicht ganz vorne auftauchen, aber trotzdem haben wir mal ein paar Punkte geholt. Wir sind, sehen wir ja auch links, bei 80 Punkten mit Platz 25. Ist das total in Ordnung. Und in der Teamwertung sind wir 20. mit 104 Punkten. Das ist natürlich noch verbesserungswürdig, aber trotzdem schon mal besser als im Vorjahr. So, Vasi hat natürlich sich nicht wirklich verbessert, der kleine Hasi. Jetzt haben wir uns trotzdem weiterhin für nichts qualifiziert. Aber die Open Tour kommt bestimmt. Dort werden wir mit Wanturini natürlich in die Sprints reinhauen. Wir versuchen in die Ausreißergruppen reinzugehen. Gibt erstmal 3 Flachetappen. Das ist vielleicht auch was für Hasi, dass man dort nochmal reinhalten kann. Ich glaube, bei der Open Tour ist auch die Konkurrenz am schwächsten. Und dann gibt es eben noch wieder 2 Bergetappen. Einmal eine Bergankunft auf dem Chalet Renard. Und dann geht es nach Carcassonne. Da können wir die Siedler spielen. Gibt es nicht die Siedler Carcassonne oder sowas? Irgendein Spiel gibt es doch, irgendein Brettspiel, das so heißt. So, das wird auf jeden Fall wieder interessant werden. Auch mit Galopin können wir dann vielleicht ja mal was machen, der sich bislang noch nicht so richtig bewährt hat, muss man ja ganz ehrlich gestehen. Tagesform war nie so besonders gut. Aber gut, immerhin beim Breath Cup sind wir jetzt sehr, sehr glücklich, wenn wir sehen, dass wir quasi die Gesamtwertung gewonnen haben, die Nachwuchsfahrerwertung und die Teamwertung. Bergwertung hat leider nicht funktioniert, aber dafür hätten wir auch mal in die Ausreißergruppe gehen dürfen müssen. Und das hat halt wirklich nicht funktioniert. Mit Hasi wären wir wahrscheinlich zu schwach gewesen und Galopin war zu stark, als dass er in die Ausreißergruppe gedurft hätte. So, ich verabschiede mich, sage Dankeschön fürs Schauen. War, glaube ich, eine ganz interessante Folge und wie gesagt, vom Gameplay her langsam wird es besser. Und wir spielen hier ja auch schon auf dem Champion-Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Sehen wir ja auch oben links. Also die dritthöchste Stufe. Nee, die dritte Stufe, nicht die dritthöchste. So, also jetzt verabschiede ich mich nach diesem holprigen Ende. Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.